Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Echo of Soul. Weiter geht es mal wieder mit dem Schurken und ich bin hier im PvP, wie ihr seht. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit hin und her probiert, bis endlich mal wieder ein PvP im Kristall-Schlachtfeld oder wie man es auch immer nennen möge, stattfindet. Und ich sortiere mich hier gerade mal ein. Schauen wir mal, ob hier oben vielleicht ein bisschen Ruhe ist, dass wir den Kristall erobern können. Der Schurke ist mittlerweile Level 42 geworden und ich schaue mir kurz die Skills an. Hier gibt es nämlich einen schönen, wenn ich 30% nur noch LP habe, wird mein Ausweichen erhöht. Und der erlittene Schaden sinkt zusätzlich. Das hält 5 Sekunden lang an. Finde ich gerade fürs PvP sehr praktisch, nehme ich also noch schnell mit. Level 42, ja, damit gibt es dann auch eine neue Instanz. Die Idee ist super. Ich hoffe nur, die machen jetzt alle mit. Ja. Okay, das waren ein paar mehr als wir. Die sind alle auf die 1 gegangen von denen. Das letzte Mal, dass ich hier am Schlachtfeld am Kristall-Dingskirchen-Bums da war, da bin ich auch niedergemäht worden. Ich bin mal gespannt. Also, da sind wir richtig untergegangen im Vergleich zu den anderen. Da hat man, glaube ich, 40 Punkte, wovon ich noch die Hälfte geholt hatte. Aber da waren es auch, da war mal einer weniger und zwei haben sich auch entschieden zu sagen, nö, ich habe keinen Bock. Ich bleib hier hinten in der Base stehen und mach nur mal meine 2 Assists, glaube ich, brauchen wir. Oder einen Kill oder ich weiß es gar nicht, um diese Tagesquest da zu erfüllen. Gut, hier der Kristall ist schon ad acta. Ja, ansonsten Level 42, endlich wieder eine neue Inni. Ich habe da sehr viel Bock drauf. Die habe ich mir schon einmal kurz angesehen. Da können wir nachher noch mal ein bisschen reinschauen, wenn hier nach noch Zeit sein sollte. In 1, 4 und 3. Ich gehe mal zu 1. Da ist nur ein Gegner. Und zwei Gegner. Scheiße. Na komm. Ja. Scheiße, der Kristall ist weg. Ich kann die so zumindest noch vielleicht ein bisschen aufhalten, ich weiß es nicht. Die will ich. Kommt Leute, ihr könnt mich doch nicht hier allein lassen. Ah, das gibt's doch gar nicht. Wo sind denn alle hier? Die sind alle da bei der 2 oder was? Na Mann. Ich sehe schon, das wird wieder nichts. Sie tummeln sich da alle und lassen... Die suchen mehr den PvP, glaube ich, als die Kristalle. In Bezirk 1. Probieren wir es. Da sind 2 von uns. Das sollten die alleine schaffen. Da brauchen wir nicht noch mich dabei. In Bezirk 3 kommt was. Da könnten wir jetzt... Mit ein bisschen Glück. Jawohl. Du bist mir. So. Zugegeben, das war ein bisschen easy, aber... Boah, die hat ganz schön reingehauen, wenn ich das mal so vermerken darf. Die hat einen ganz guten Schaden abgeliefert, die Frau, und wir haben den Kristall wieder verloren. Ja, gut, so viel dazu. Also ich weiß nicht, die sind alle hier immer noch bei Bezirk 2. Scheinbar ist es da schön oder so, das kann ja sein. Gut, verlieren wir die Runde halt, macht auch nichts. Aber Hauptsache, wir sehen endlich mal wieder diesen Kristallwald. Das ist doch eigentlich eine ganz nette Karte und die kommt irgendwie lustigerweise so selten. Also, da bin ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ach, sie sind schon wieder zu zweit und ich allein. Das ist doch alles zum... Mann. Und ich habe meinen... Ich nehme mich noch mit, das ist mir egal. So. Shitrick. Jetzt sind sie zu dritt gewesen insgesamt und da ist nur einer von uns wieder. Also der Kristall geht auch verloren. 2 von uns, 3 von uns. Na, vielleicht kriegen wir sogar mal. Das wäre schön. In 2 und in 5. Die 2 dort. Wie sieht es da aus? Da sind auch, ist auch eine Überzahl von denen. Sind das mehr? Ne, wir sind beide sehr wenige. Komm. Bleib stehen. Tut nur Q.
kurz weh. So. Das Problem ist, die wird mich jetzt haben. Okay, den Kristall haben wir. Dafür habe ich mich geopfert sozusagen. Sei es drum. Statt dass die mir hilft, hat sie einen Kristall geholt. Mag aber auch ganz okay sein. Ich denke, das war in Ordnung so. Dann haben wir wenigstens die Punkte sicher. Und dann passt das auch. Obwohl es riskant war, weil ich war schon schwer angeschlagen, habe mich noch durchsetzen müssen gegen die anderen. Und wenn ich jetzt verloren hätte, dann wäre der Kristall uns wieder futsch gewesen. Wenn man schon in Überzahl ist, sollte man sie eigentlich auch nutzen. In Bezirk 4. Bezirk 4, ganz rüber. Quietsch. Das sind ein paar mehr als wir. Vielleicht schaffen wir es noch. Kristall steht noch, Kristall steht noch. Ist irgendeiner da dran? Komm. So. Oh, da ist noch einer. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Shit. Raus da aus seinem AOE. Das ist ein bisschen unpraktisch, das Ding. So, und dann ist schon wieder eine andere hier am Kristall. Ich komme hier doch zu nichts. Wahrscheinlich habe ich, ja, null Kristalle. Logischerweise dadurch ganz wenig Punkte. Aber egal, Hauptsache wir holen mal wieder ein bisschen. Warum geht denn jedes Mal mein Pet weg? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wo tauchen sie auf? Wo tauchen sie auf? Hier nicht. Dann kloppen wir uns halt so lang. Mein Lieblingskill. Oh. Dürfen gar nicht mehr einsetzen. Oh Mann, nur noch mein Gewitter einsetzen. So, hier sind mal relativ viele. Da drüben. In Bezirk 3. Na, dann bleib mal hier. Komm. Weil da kommen sie bestimmt gleich mächtig. Bezirk 2. Nicht abhauen, Leute. Okay. Ich versuch's mal, ob ich ihn krieg. Fangt's ab, fangt's ab. Haltet sie auf. Haltet sie auf. Nein, doch. Hat noch gereicht. Alter. Jetzt mögen sie mich zwar nicht, haben mich alle im Target, glaube ich. Aber das war's mir jetzt wert. Der mächtige Kristall. Ich komme hier überhaupt nicht mehr weg. Komm, leg dich mal hin. So. Ach, schade. Ich dachte, ich kriege ihn noch. War nur ein Level 13er. Ganz fies damit, 42 drauf zu gehen. Aber mittlerweile führen wir und durch diesen Kristall, durch den mächtigen, habe ich doch einen Sprung gemacht, würde ich mal sagen. Sehr cool. Freut mich. Das war arschknapp, ne? Wenn der das geschafft hätte, bevor ich fertig gecastet hätte. Das war ja wirklich ein Bruchteil einer Sekunde, wie er zu spät kam, um mich aufzuhalten. Im Bezirk 3 schon wieder. Okay. Bezirk 2. Komm, ich gehe nach 2. Da ist nur ein Gegner und da kommen jetzt noch ein paar mehr von uns. Das schaffen wir. Und Bezirk 3 scheint relativ sicher zu sein, ausnahmsweise. Das sind ganz schön viele von denen auf einmal. So, die hätten... Boah. Ich glaube. Ich glaube, ich habe hier gerade keine Chance. Sind ein paar viele, ja. Mist. Mann. Meine schöne Hoffnungsschimmer. Mann. Meine schöne Seele. Na gut. Ich habe so viele mittlerweile davon. Jetzt gerade zu Beginn der letzten PvP-Runde. Quatsch, da wollte ich ja gar nicht hin. Zu Beginn der letzten PvP-Runde habe ich nochmal geläutert und also da, wenn man ein bisschen PvP macht, kriegt man so viele Essenzen. Das ist einfach unglaublich. Probieren wir es nochmal bei 3. Da kommen ja am laufenden Band die Kristalle. Und da sind wir jetzt ein bisschen ins Hintertreffen geraten nach und nach. Schauen wir mal. Da schraubt schon eine andere dran rum. Die hauen ab. Die sollten wir nur aufhalten. Warum?
Na gut, er will kämpfen, die andere will abhauen, das ist okay. Dann nehmen wir ihn. Lass mich, lass mich, lass mich. Oh oh. Dann müssen wir da halt nochmal rein, auch wenn wir da jetzt vermutlich unser Leben lassen werden. Ja, schade. Na gut, macht nichts. Den Assist haben wir noch mitgenommen. Ach ja, PvP ist immer hier. Will. Wie steht's denn überhaupt? Ich habe lange nicht mehr geguckt. Wir führen mittlerweile. Hat sich gefangen alles. Und dann gehen wir mal in Richtung Bezirk hier. 4. Oh, 5 kommt er. Na gut, da ist einer. Kommt da noch ein Gegner? Nein. Schaue ich lieber. Jetzt ist meine Stimme weg. Dann schaue ich lieber mal, ob wir hier unten noch was machen können. Oh, toll. Da hätte ich jetzt nicht weggesollt. Mal schauen, vielleicht kommen wir noch rechtzeitig zur 4, aber ich fürchte fast da. Nee. Das sind jetzt aber von uns welche. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Der nächste Kristall entscheidet. Und dann ist dieser PvP-Kampf auch wieder erfolgreich und damit meine Quest abgeschlossen. Ja, aber gut. Krass, ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich habe ja eine Punktlandung hier beim Level abgelandet. Es sind ja nur 800 Pünktchen, die ich jetzt noch an... Ein Punkt, super. Ein Punkt. Ja, super. Hätte jetzt nicht sein müssen, komm, ich klopfe mich so lange nochmal. Den macht jetzt ein anderer, hier wird glaube ich nichts erscheinen. Ja, da sieht man jetzt vom Levelunterschied nichts, glaube ich. Supi! Immerhin Platz 3 gemacht, die meisten Kills habe ich gehabt. Okay, das hilft nur relativ wenig, wenn man nur einen Kristall dafür bekommt. Waren die anderen immer schneller. Naja, wie war es denn überhaupt verteilt? Von Leveln. Da bin ich immer mal so ein bisschen überrascht, muss ich sagen, wenn ich dann so sehe, wir haben so einen Haufen 40er, 20er, die anderen alle voll mit 50ern. Wir hatten es auch schon andersrum, dann mäste die gegnerische Gruppe einfach nur so nieder. Aber hier scheint es diesmal eigentlich ganz gut, glaube ich. Das schien ganz fair verteilt, so auf den ersten Blick. Also gut, ein... Was bin mal immer... Habe ich jetzt nicht gelesen. Egal, da hat sich jemand selbst gefeiert mit Upcase, mit hier. Ah. Durch Kills. An den PvP durch Kills. Ja. Herzliche Grüße nach Serefa. Meister in der Rechtschreibung bist du nicht. Kann ich mir hier nicht sein? Da ist die Frage, was wichtiger ist. Wir kriegen hier Questbelohnung, die mache ich gerade mal fertig, dann nehmen wir die nächsten Quests an, aber... wie viele Quests gibt das denn noch? Alter. Okay. Also, wir sind hier gerade im Gebiet Lunawald und ich muss hier mal kurz innehalten. Und den Todesstern begutachten da oben hier, das ist doch... Wo ist der Imperator? Wo sind die Sturmtruppen? Stattdessen haben wir Brüllaffen. Und Kreischaffen, glaube ich, nennen die sich, oder? Ja, Brüll- und Kreischaffen, aber keine Sturmtruppen. Passt irgendwie nicht ganz. Aber ich finde diese Lande hier trotzdem ziemlich cool. Das stellt so diese Brücke zwischen Fantasy und Science Fiction dar. Und ist einfach nett gemacht, oder? Also ich muss doch sagen, es sind doch... ist doch ein cooles Ambiente. Soll noch mal einer über die Grafik meckern. Der Zweck ist erfüllt, die Stimmung ist da. Aber wir machen mal kurz eine abgeschlossene Quest. Das ist unsere PvP-Quest, das reicht nicht. Macht aber nichts. Macht aber nichts. Und wir begeben uns jetzt vielleicht noch, machen wir noch eine Inni? 14 Minuten ist diese Folge. Ich denke, die 30 Minuten machen wir voll, dann machen wir noch schnell. Ich habe es gesagt und ich werde es bereuen. Wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Machen wir noch schnell eine Inni. Und zwar ist das der Stützpunkt Kolk, oder wie das ausgesprochen werden soll. Kolk, würde ich sagen. Stützpunkt Kolk.
Und ich habe es einmal schon gemacht. Ist ein bisschen unübersichtlich beim ersten Mal, weil man nicht so ganz weiß, was man machen soll. Das bekommt man nämlich relativ spärlich nur erzählt. Hier vorne stehen Hauptmänner, unter anderem der General Ullmann und dergleichen. Und am Anfang bekommt man hier so eine Quest, wenn man reingeht, und da kriegt man nicht gesagt, was man machen soll. Man muss mit diesem netten Hauptmann sprechen und dann kann die Schlacht erst beginnen. Also wer da sich wundert, ne? Jetzt wisst ihr es. Und hier geht es darum, ja, letzten Endes natürlich wieder einen Boss zu besiegen, den da, den Anführer Yaru. Aber bis der kommt, müssen wir eben erst einige seiner Schergen hier dezimieren. Das ist mal eine ganz nette Sache, dass man auch mit anderen an seiner Seite kämpft. Und da kommen jetzt so verschiedene Wellen aus diesen Beschwörungssteinen. Vielleicht hätten wir es noch schöner machen können. So eine Belagerungsarmee stellt man sich dann doch ein bisschen anders vor, aber trotzdem. Finde ich eigentlich ganz nett. Und ist mal eine schöne Abwechslung zum sonstigen Indie-Verlauf, dass man hier mal nicht, wie gesagt, alleine kämpft, für sich kämpft, sondern so ein bisschen das Gefühl hat, in diese Story einbezogen zu werden. Hier geht es eben darum, die Wüste zurückzuerobern. Und, geht aber schnell. Geht aber sehr schnell. Wie viel werden das hier noch? Ich habe gerade keine AOEs fertig. So, die machen alle schöne Casts. Insofern kann man die gar nicht alle unterbrechen. Vielmehr muss man eher schauen, dass man sie möglichst schnell tötet. Ich nehme mal so einen Drang. Ich glaube, sicher ist sicher. Der hätte jetzt so einen Cast zum Unterbrechen gehabt, aber was willst du tun? Komm, gib mir mal einen Skill. So. Also prinzipiell ganz cool gemacht. Ich finde es insgesamt ziemlich unübersichtlich. Aber macht nichts. Die Idee bleibt nett. Und in der Umsetzung könnte man da sicherlich was optimieren. Aber ob das jetzt so viel ausmacht. So, kommen halt hier von allen Seiten. Hier sind ja verschiedenste Beschwörungssteine. Alter. Da kommt jetzt aber richtig was, gell? Ich loot mal so lang. Ihr könnt das ja mal alleine machen. Weiß nicht, ob die Idee so gut ist. So, den hätten wir. Dann einmal dahin. Man kriegt es leider vor lauter Gegnern. Und dass es so viele und so schnell ist. Nicht ganz hin, hier beispielsweise die Skills oben zu halten. Ich habe jetzt probiert hier mal mit dem... Er hat auch noch verfehlt, glaube ich. Erste Verteidigungslinie gerettet, sprich mit General Ullmann, wenn du kampfbereit bist. Das sind so die kleinen Einblendungen, die man da bekommt. Ja, das ist die erste Welle gewesen. Jetzt ziehen wir uns so einen Verband rein. Und dann möge die zweite kommen. Da müssen wir, glaube ich, oben zum anderen Kristall. Schauen wir mal. Gucken, was passiert. Ja, wir müssen da hoch. Also es ist schwierig hier diese Buffs oben zu halten. Da muss ich noch ein bisschen an mir selbst arbeiten sozusagen. So, wenn man die AOEs alle bereit hat, ist es easy. Aber die sind halt nicht immer bereit, logischerweise. Jetzt dauert es ein bisschen. Die Zeit haben wir. Ich war zu schnell. So, ja super. Den, komm, unterbrechen wir mal. Holen wir uns den Buff, aber wie gesagt, das ist in der Hektik der Schlacht dann noch jetzt irgendwie da zu sehen, ob ich den Buff oben halte, ist echt kompliziert. Und dann hat man auch immer diese Wartezeiten, bis die nächste Welle kommt. Jetzt müsste ich, wenn die kommt, gleich den Skill draufhauen. Geht. Und dann wird der Folterer, ja, der geht dann relativ schnell runter. Das ist schon praktisch, aber ich weiß nicht, bekomme ich selten hin. Auch im PvP ist das so eine Sache. Da ist dieser Buff irgendwie eine nette Zugabe, aber in dem ganzen Trubel hat man echt, also zumindest ich habe da echt kein Auge für die ganzen Kleinigkeiten. Muss man, glaube ich, üben. Also ist sicherlich einfach auch eine Gewöhnungssache. So oft zocke ich ja nicht, dass ich da vielleicht auch einfach ein bisschen wenig in der Übung bin für die ganze Sache. So. Was nu? Lass mal meinen Buff ablaufen, oder wie? Generälchen.
Was ist nun los? Es wird Zeit. Komm. Okay. Das scheint alles nicht eventgesteuert, sondern zeitgesteuert zu sein. Sprich, wenn wir die Gegner alle erledigt haben, heißt es nicht, dass jetzt die nächste Welle kommt. Oh, ich muss was essen. Sehe ich gerade. Ich bin ganz schön hungrig. Da können wir aber ganz schön was reinschieben. Macht ihr mal so lang. Oh, das war ein kleiner. Ich dachte, das wäre ein großer. Wo sind die Großen? Hab ich die Großen nicht dabei? Sei es drum. Jetzt sind wir wieder grün. Dann passt das. Jetzt ganz viele. Dadurch, dass ich jetzt mal zwischendrin ein bisschen gepennt habe, in Anführungszeichen. Ich hoffe nicht zu viele. Das mit dem Essen zwischendrin war, glaub... Ich esse nochmal was. Das muss irgendwie Zeit sein. Ja, komm schon. Ja, der hat auch überhaupt nicht gesessen, der AOE. Super. ja Gott, komm, den kriegen wir noch hin. Und dann muss ich mal schauen, was die Kollegen machen. Sind die noch am Leben? Ja, denen geht's noch gut. Die haben auch aufgeräumt. Die machen wenigstens richtig mit. Das sind nicht nur so Alibi-Kämpfer hier, sondern die machen in der Tat was. Das ist gut. Jetzt ist wieder die Frage, warum passiert nichts? Wahrscheinlich muss man... Zeit. Komm. Ja. Ja, ich bin ja da. Also wenn die mal zuhauen. Gleich kommt auch noch ein Zwischenboss. So viel kann ich schon mal verraten. Ist auch nicht eine weitere Überraschung. Aber... das ist durchaus... Also ich finde es... Ich bleib dabei. Die Idee dieser Instanz ist wirklich cool. Da macht's schon auch... Da ist der ja Zwischenboss. Es macht schon auch in gewisser Weise Spaß, keine Frage. Das Ding ist einfach, es ist zu unübersichtlich und zu wenig durchsichtig, was so als nächstes halt passiert. So, mal schauen, was die Echse macht. Den müssen wir wahrscheinlich auch bald unterbrechen. Können wir nicht unterbrechen, dann müssen wir raus. Die bleiben drin. Bleib bei dir. Ja, ich bleib bei dir, genau. Ich bleib bei dir in diesem Kreis stehen. Wenn mir mein Leben lieb ist, bleib ich nicht bei dir. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Voll der General hier. Wahnsinn. Nein, ich bleib nicht bei dir. Die hauen da munter drauf. Komm. Was soll's. Einmal raus. Und dann gehen wir wieder rein. Mal schauen, was die Echse noch so macht. Also wenn die noch mehr davon fressen, ich glaube dann... Ja, jetzt kippt unser Assassine. Na super. Ich freue mich. Yeah, jetzt kippt unser Hauptmann um. Verdammte Jaromir, ich werde ihn niemals verzeihen. Ja. So. Jetzt kann man hier, glaube ich, diesen... Genau, das war dann auch... Da habe ich das nächste Mal darum geirrt und habe mich gefragt, was soll ich machen. Das hier musste ich jetzt machen. Und dann ist der General plötzlich dort... Also das kriegt man alles nicht gezeigt, nicht in irgendwelchen Questtexten, nirgends. Ich habe da alles durchgelesen und bin beim ersten Mal hier echt verzweifelt. Also, ich bin bereit für die letzte Verteidigung. Bin ich das denn? Jo. Versuch's doch. Der Anführer. Er hält ganz gut aus. Das muss man schon mal resümieren. Naja, also da bin ich mir... Oh. Jetzt habe ich verpasst, hier den Skill zu unterbrechen und dann tut es natürlich weh. Ich habe vergessen, der hat keine Skills, die irgendwie am Boden jetzt so AOE-Flächen machen, wo man raus muss, sondern der hat tatsächlich die Skills, die man unterbrechen muss. Ich muss gar nichts lernen und schon gar nicht von dir, Junge. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Energie, aber sonst ist gut.
Machen wir mal voll. Und beim nächsten Mal, wo man unterbrechen muss, nehme ich meinen Sprung, mein Gewitter. Das da. Oh, das unterbricht nicht. Ah, das unterbricht nicht. Das sollte doch eigentlich unterbrechen. Vergib mir, ich werde alles wieder gut machen. Ja. Hat die Batman-Stimme, oder? Ja, super. Den habe ich schon. Danke dir auch. Mann. Das war voll lohnend. Einmal Assassinenhandschuhe und einmal diesen blöden Helm, den ich schon habe. Den habe ich entziffert mit Grid plus 4 und den entziffern wir jetzt und haben Grid 0. Okay, also den Illness-Helm, den werden wir dann entsprechend jetzt nutzen. Persönlicher Rekord! Huhu! Achso, ich hätte den Stein dann noch zerstören müssen. Da wäre der sogar noch höher gewesen, der persönliche Rekord. Sensation. Ja, und die Assassinenhandschuhe, ich glaube, die habe ich sogar auch schon. Ich weiß es gar nicht. Mir entziffern sie auch. Identifikation abgeschlossen. Das war der Hauptpreis, Verteidigung 2. Ja, raus hier, würde ich sagen. Mein Lieblingsdungeon wird das nicht. Habe ich denn hier noch für einen Kram? Ich muss mal wieder entleeren gehen und diesen ganzen Kram einlagern bzw. verkaufen. Mein Lieblingsdungeon wird das nicht. Wir sehen uns hoffentlich trotzdem in der nächsten Folge wieder. Dann mal gucken, was wir dann mit dem Schurken anstellen. Das war jetzt mal wieder eine Schurkenfolge. Ich möchte die regelmäßig so Richtung Wochenende bringen. Und ja, die anderen Tage, da werden wir dann wieder zusammen unterwegs sein. Das heißt, der Erik und ich mit seinem Krieger und meiner Hüterin. Und da ein bisschen die Lande unsicher machen. Da gehen wir ein bisschen gemächlicher vor, schauen uns die Story an, schauen uns Hintergründe an. Mit dem Schurken will ich ein bisschen durchhechten, schauen, wie schnell man da hochkommt. Und das ist verdammt schnell, muss ich sagen. Wenn ich mich richtig ranhalten würde, wäre es, glaube ich, nur eine Sache von wenigen Tagen. Und man hätte Level 60. Und dann geht ja auch eigentlich erst das richtige Spiel los mit seinen ganzen Inhalten im High-End-Bereich. Da haben sie einiges geboten. Also, wir sehen uns dann wieder mit dem Schurken irgendwo am nächsten Wochenende. Und bis dahin fleißig unterwegs mit dem Erik und mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann. Ciao.